Zentralrechner. Vorgang läuft, Sir. Hui. Ich brauche eine Sprechanlage. Also ich habe eben gerade. Das hast du eben wahrscheinlich nicht gehört. Das ist total leise gewesen. Ich soll eine Sprechanlage benutzen, um mit Papa zu reden. Da, Sprechanlage. Hier im Kontrollraum gibt's noch ein paar Kleinigkeiten zu reparieren. Warum kommen Sie nicht her und helfen mir? Moment. Sie? Da gibt es noch etwas, das zu erledigen wäre. Janice sagt, dass eines der Einlassrohre verstopft ist. Die Verstopfung liegt auf dem Rückweg. Geh zurück ins Museumsgeschoss und ruf mich über die Sprechanlage an, wenn du da bist. Wo dann gehe ich von hier aus? Geh ins Museumsgeschoss hinauf. Geh durch die Tür hinten im nördlichen Teil des Stockwerks, in dem du dich jetzt befindest. Nördlich. Er hat mich eben mit Sie angesprochen, das fand ich cool. So im nördlichen Stock, im nördlichen Dings da, wo ich mich jetzt befinde. Okay, dann hier geht nichts. Warte mal, lass mal gucken. Verstehe ich jetzt nicht. Geh mal aus dem Weg, Robby. Hier durch die Tür im nördlichen Stockwerk, wo ich mich jetzt befinde. Nudeln. Geil, also hier hinter ist auf keinen Fall irgendwas. Aber ich soll ins Museumsgeschoss, also das heißt, ich muss doch wieder rauf. Verflixte Axt. Ja. Nee, das ist es nicht. Ah, hier geht's raus? Nö. Hier qualmt alles. Ist es hier? Hier waren wir ja vorhin schon irgendwie. Hier ist ja irgendwas mit Rohre und so. Was ist das? Warum landen da jetzt Vertibirds? Enklave-Soldaten? Erfüllt Einlassrohr, trocken zum Kontrollraum zurückkehren. Ach, Scheuße. RL3 ist einsatzbereit, Sir. Vogel, ich bin soweit. Kannst du bitte aus meinem Gesicht gehen, Kollege? Kollege Vogel. Locked? Ach, da ist jetzt unlocked. Okay, alles klar. Ja, interessant. Also, ihr habt eben gesehen, da sind Enklave-Soldaten eingerückt.
ich kann mich an diese ganze Scheuse hier überhaupt nicht mehr erinnern. Da du nicht vorzuhaben scheinst, der Welt den Gefallen zu tun, dich selbst umzubringen. Warte mal. Wir brauchen wohl eine bessere Waffe. Muss das wohl ich übernehmen. Heute. Okay. Soldat der Enklave. Dem geben wir mal ordentlich. Superb. Ein weiterer glorreicher Tag in der Geschichte der US Army. Huch, nö, ne? Sag bloß, wir müssen jetzt noch einen Bosskampf machen. Es geht aber gar nicht. Es sind nur noch 15 Minuten auf der Facecam und ich habe keine Lust, eine neue Karte reinzulegen. Yet. Wird nicht gemacht. Not this time. Was haben wir hier? Sprechanlage reagiert nicht. Achso, hier hatten wir ja. Hätten wir den ersten Schalter umgelegt. Okay, da vorne geht's in die Rotunde irgendwo. In die Rothunde. Ja, nee, wir müssen erstmal hoch hier. Wir sind ja immer noch im Keller. Oh fuck. Ich habe den Verdacht, dass wenn wir nach oben kommen, dass wir richtig Probleme kriegen. Und ich müsste erstmal Loot verscheuern, weißt du? Und Loot nach Hause bringen und craften und was nicht alles für ein Scheiß. Ich mach mal kurz einen Speicherstand. Ich habe den Verdacht, das geht hier gleich wieder los. Ja, steh mir nicht im Weg, Vogel. Ah, Soldat der Enklave. Hm. Kommunist. Okay. Des Präsidenten wird diese Anlage hiermit unter die Kontrolle der Regierung der Vereinigten Staaten gestellt. Wer ist der zuständige Leiter hier? Treten Sie vor und übergeben Sie mir sofort das gesamte Material des Projekts. Das ist kaum möglich. Das ist ein privates Projekt, außerhalb der Zuständigkeit der Enklave. Ich möchte Sie daher bitten, sich sofort zurückzuziehen. Gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie hier verantwortlich sind? Ja, ich zeichne für dieses Projekt verantwortlich. Ich wiederhole. Alter Schwede. Hiermit befehle ich Ihnen, alle Materialien im Zusammenhang mit dem Aufbereiter auszuhändigen. Es tut mir leid, aber das... Darüber hinaus werden Sie die Enklavenwissenschaftler unterstützen, die Kontrolle über die Verwaltung und den Betrieb dieser Anlage zu übernehmen. Colonel, Sie sind doch Colonel. Tut mir leid, aber die Anlage ist nicht in Betrieb. Das war sie nie. Ich fürchte, Sie verschwenden nur Ihre Zeit. Zum letzten Mal treten Sie sofort ab und übergeben Sie uns die Kontrolle über diese Anlage. Colonel, ich versichere Ihnen, dass diese Anlage nicht funktionieren wird. Es ist uns nicht gelungen, die Testergebnisse zu wiederholen. Ich schlage vor, Sie fügen sich umgehend, um weitere Vorfälle zu vermeiden. Haben wir uns verstanden? Ja, Colonel. Ich mache, was immer Sie wünschen. Es wird keine weitere Gewalt notwendig sein. Dann händigen Sie uns alle Materialien im Zusammenhang mit diesem Projekt unverzüglich aus und unterstützen uns bei der sofortigen Inbetriebnahme. Nun gut. Ich brauche nur ein paar Minuten, um das System hochzufahren. Schluss mit diesen Verzögerungen. Fast fertig. Ich bin gerade dabei, die Daten zusammenzustellen. Haha. Weg. Schnell weg. Schnell weg. Was macht denn der da drin? Hier ist radelig. James. Er ist weg. Wir müssen von hier verschwinden. Als nächstes werden sie uns an den Kragen gehen. Wir müssen sofort hier raus.
Was zum Teufel ist gerade passiert? Ich lasse meinen Vater nicht da drin zurück. Wie kommen wir hier raus? Ich lasse meinen Vater nicht da drin zurück. Jetzt kann keiner mehr etwas für ihn tun. Die Strahlenbelastung da drin ist tödlich. Sie würden mit ihm sterben. Wir müssen von hier verschwinden, und zwar sofort. Wie kommen wir hier raus? Vor vielen Jahren haben wir einmal einen alten, verlassenen Tunnel als Fluchtweg benutzt. Der müsste leicht zu finden sein. Wir müssen sofort dorthin aufbrechen. Meine Güte. Gehen wir. Boah, es radelt hier. Okay, ich hoffe, die Dame weiß, was sie tut. Wir müssen fliehen, solange wir das noch können. Hallo. Was geht dort oben vor? Hallo. Was? Gehen Sie nicht weg. Wir werden Sie brauchen. Wie bitte? Sie haben mich schon verstanden. Wir brauchen Sie jetzt. Nur Sie haben Kampferfahrung. Wir haben die Enklave hinter und Gott weiß was vor uns. Wenn wir hier durchkommen wollen, brauchen wir Ihre Hilfe. Sie haben recht, was soll ich für Sie tun? Wir müssen zusammenbleiben, aber uns schnell fortbewegen. Wir bleiben dicht hinter Ihnen, okay? Los! Weiter geht's. Wir sind dicht hinter Ihnen. Seien Sie vorsichtig. Was ist passiert? Ja, dann kommt jetzt, Vögel. Versuch's mal. Okay, Augenbot der Enklave. Tschüss. Wir brauchen hier nicht so ein Gedudel. Ach du Scheiße. Hier ist alles verstrahlt. Noch einer. Das wird einige Zeit dauern. Tag zum Sterben. Weglaufen verlängert nur die Qual. Hahaha. Erstmal entwaffnen. Alter, sind das viele. Made in the USA. Entschuldigung, wenn ich gerade mal nicht rede, aber Was ist los, Feigesozi-Ratte? Schon müde? Heute ist ein verdammt schöner Tag zum Sterben, Kommunist. Alter. Ab in die Dusche. So, wie sieht's aus? Level erhöht.
Ui, ja, große Waffen, 5 oben drauf. Alter, in 6 Minuten ist die Kamera aus. Es tut mir leid, Leute, wenn wir uns gleich nicht mehr sehen. Das hätte ich auch jetzt nicht gedacht, dass es jetzt noch so spannend wird hier. Sprache haben wir noch 5 drauf. Und der Rest geht wieder auf Falschen. Weiter. So, wo haben wir denn neue Autobahn des Teufels? Wenn Sie das extra Autobahn des Teufels wählen, wird Ihr Karma sofort auf sehr böse gestellt. Keine Schwäche, wenn Sie das extra keine Schwäche benutzen, werden alle Special-Statistiken, die unter 5 liegen, sofort auf 5. Ah, das ist doch nicht. Aufzug zum Himmel. Ich weiß nicht so recht. Nee, weißt du was? Adamantium-Skelett. Robotik-Experte, Kannibale auf gar keinen Fall. Tierfreund. Beim Rang 1 dieses Extras werden sie einfach nicht mehr von Tieren angegriffen. Beim zweiten Rang kommen sie ihnen sogar im Kampf zur Hilfe. Aber nicht gegen andere Tiere. Wirkt bei Hunden, Jaguar, Maulwurfsratten und Brahminen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, welchen wir haben. Welchen. Ich guck mal hier vorne. Hier sind ja auch noch so ein paar. Intensives Training. Ja, machen wir nochmal intensives Training fertig. Beweglichkeit. Ja, Beweglichkeit, das ist gut wegen dem Watz. Okay. Auf hier geht's. Oh, Digga. Das war ja eben eine Schießerei, ne? Wo sind denn die Damen und Herren? Tötet sie alle und lasst Gott sie richten. Aha. Sir, jeder Tag ist ein guter Tag zum Sterben. Der Tag ist gerettet. Feuer! Jetzt werde ich lachen. Hammer. Was laufen die blöden Wissenschaftler jetzt in die Gule rein? Zack. Heute war das gut. Wir können nicht weitergehen. Wir müssen ab. Wieso Gaza sollten wir hat anhalten? Einen Herzfehler. Ach, er braucht Arznei, sonst schafft er es vielleicht nicht. Ich gehe erst weiter, wenn er die Arznei hat, die er braucht. Welche braucht er denn? Wie kann ich helfen? Ich habe nicht genug medizinische Vorräte bei mir. Sonst wäre das alles kein Problem. Falls Sie Stimpacks dabei haben, dann geben Sie sie mir bitte. Vielleicht sollten wir ihn einfach zurücklassen, er behindert uns. Hier ein paar Stimpacks, sie sollten ihn durchbringen. Ja, das sollte genügen. Er braucht trotzdem ärztliche Hilfe, wenn wir die Zitadelle erreicht haben. Aber er wird zumindest bis dorthin durchhalten. Danke. Noch 2 Minuten, dann ist die Kamera aus, Leute. Gaza, hier. Damit werden Sie sich besser fühlen. Wenn wir einmal in der Zitadelle sind, wird alles wieder gut. Danke, Dr. Lee. Es geht mir schon besser. Gehen wir weiter und verlieren wir keine Zeit mehr. Okay, auf hier geht's. Wenn Sie bereit sind, gehen wir weiter. Jeder Tag ist ein guter Tag zum Fuck, Moment. Oha, ich sollte gleich mal ein Stimpack selber einwerfen. Ja, Stimpack. Oh, ich wollte jetzt eigentlich gar nicht so lange spielen. Los, Leute, zeigt ihnen!
Sag mal, Robi, hilfst du auch noch mal irgendwann mit? Bin ich froh, dass es vorbei ist. Oh Mann, echt? Nein. Oh. Ja. Hoffentlich ist das keiner von den ganz fiesen. Nö. Guter Tag zum Sterben. Wo kommen die mal alle her? Soldat der Enklave. Da ist noch ein Viech irgendwie. Da. Ich hör's. Da ist er. Alter, ist das ein Gemetzel. Guter Tag zum Sterben. Alter. Warum? Ab in die Dusche. Alter. Ich gehe hier nur auf Verdacht überall lang. Kamera. Kamera blinkt. Also Leute, ich werde mich heute nicht auf Kamera von euch verabschieden können. Unmöglich. Reicht's hier aber. Hoffentlich kommen wir überhaupt noch mit irgendjemandem Lebendigem außer mir noch an, bei der ganzen Scheuse. Und hoffentlich gibt's hier keine Fallen. Oh, hier liegen Skelette. Da ist ja toll. Ach, da. Okay. So. Der Tag ist gerecht. Feuer! Rettet sie alle. Gott hat Verständnis dafür. Wow, Alter. Ich weiß gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Okay. Mal kriege ich hier auch noch mal irgendjemanden zu sehen. Dr. Lee, ich will sie nicht erschießen. Gehen Sie weg. Auch den da oben will ich nicht unbedingt und den auch nicht. Ich hätte eben beinahe einen von der Bruderschaft erschossen. Da kann ich vielleicht mal... da kommt noch ein Leuchtender. Machen wir ihn noch ein bisschen mehr leuchtend. Oh, wie viele denn noch von den Viechern? So, wie sieht's aus? Kommen wir hier raus oder was? Digga. Okay. So, die Kamera ist jetzt aus. Ja. Heute. Na? So, Zitadelle ist ja hier oben. Moinsen. Ihre Anwesenheit irrt uns. Ach, jetzt auf einmal. Schon wieder da. Nennen Sie den Zweck Ihres Aha. Natürlich.
Aber wo bleiben die denn? Oh, da sind ja tatsächlich ein paar übrig geblieben von den Wissenschaftlern, ne? Ich bin Dr. Madison Lee. Ich habe Leute bei mir, die Schutz und Unterkunft brauchen. Die benötigen dringend Zutritt. Es tut mir leid, für unbefugte Zivilisten besteht kein Zutritt zur Zitadelle. Bitte verlassen Sie sofort. Ach, Arschkrampe, hau ab. Lions, ich weiß, dass Sie da drin sind. Ich weiß, Sie können mich hören. Öffnen Sie diese gottverdammte Tür, sofort. Gottverdammte Tür, schon wieder. Oh. Geil. Wusste gar nicht, dass man so schnell schon wieder in die Zitadelle reinkommt. Scan-Vorgang läuft, Sir. Wir können jetzt nicht anhalten. Wir müssen weiter. Crow? Ja? Was machst du denn hier? Wir können jetzt nicht anhalten. Wir müssen weiter. Hallo. Och, 910 Erfahrungspunkte. Aufgabe erfüllt, das Wasser des Lebens. Ey, wir sind ja richtig schön weitergekommen. Aber wenn ich so weitermache, dann habe ich bald die Hauptqueste durch, weißt du? Aufgabe hinzugefügt, die Spur wird aufgenommen. Hof der Zitadelle. Oh, ich mache gleich aber wirklich Feierabend, weil, Leute. Madison, ich bin überrascht, Sie hier zu sehen. Was kann ich für Sie tun? Seien Sie doch nicht überheblich, Lions. Ich wusste nicht, an wen ich mich sonst wenden soll. Wir brauchen Hilfe. Projekt Purity wurde überfallen. Ich habe die Berichte über den Zwischenfall dort gehört. Gibt es irgendwelche genaueren Informationen? Die Enklave. Sie haben das Projekt Purity angegriffen. James ist tot. Und vielleicht noch andere. Ich weiß es nicht. Es muss etwas geschehen. Dann ist es so, wie wir befürchtet haben, Madison. Es tut mir leid, dass es so gekommen ist. Ich wünschte, wir hätten etwas dagegen tun können. Mhm. Es ist noch nicht zu spät. Sie haben den Aufbereiter in Ihren Händen. Lions, wir dürfen nicht die Kontrolle darüber verlieren. Immer mit der Ruhe. Wir wissen doch alle, dass der Aufbereiter nicht funktioniert. Für die ist er wertlos. Vielleicht sollten wir es lassen. Das ist nicht wahr. James, er hat herausgefunden, was gefehlt hat. Wir wissen, wie wir das Ding zum Laufen bringen. Ist das wirklich wahr? Weiß das die Enklave auch? Nein, ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß einfach nicht mehr, was vor sich geht. Alles klar, Madison. Das kriegen wir schon. Das ist James' Sohn, nehme ich an. Die Ähnlichkeit ist nicht zu übersehen. Ja, und er weiß, was wir brauchen. Walltech-Computer, etwas, um Ausrüstung zu finden. Er braucht Unterstützung. Nun gut, wir werden eine Lösung finden. Ich muss mich ausruhen. Kurz hinlegen oder irgendwas. Das ist einfach zu viel. Rothschild sollte Ihnen helfen. Aber bedenken Sie, er gehört zur Bruderschaft. Ich habe denen nie vertraut. Passen Sie auf, was Sie denen erzählen. Gibt es etwas, wobei ich helfen kann? Ja, Leute, und seien Sie gegrüßt. Obwohl ich euch jetzt nicht sehen kann, wir gehen mal hier ein bisschen beiseite, damit die uns nicht anquatschen. Also, ich muss mich jetzt auch hinlegen ein wenig und mich ausruhen. Wir haben heute eine Menge geschafft. Es ist eine lustige Aufnahmesitzung gewesen. Und ich sage ganz einfach mal, es ist mir eine Freude, mal wieder ein ganz besonderer und gigantischer Honk für euch gewesen zu sein. Ich sage tschüss, bis zur nächsten Aufnahmesitzung. Ihr seht ja sowieso schon wieder morgen die nächste Folge. Also bis dann. Ciao mit M.